So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk. Dem Format, was aktuell auf meinem Channel am besten läuft. Und danke dafür. Danke für die Leute, die die ganzen letzten Videos geguckt haben. Das letzte Mal war es ja eher ein bisschen beschreiben. Dieses Mal geht es mehr in Richtung meine Meinung und wie ich Dinge sehe. Und ja, wie ihr oben im Titel schon seht und auch im Thumbnail, Paper Magic is not dead. Beziehungsweise Paper Magic will not die. Warum ich glaube, dass Papierkarten immer noch superior sind im Gegensatz zu Magic Arena, Magic Online oder irgendwelchen anderen Online-Gedöns-Sachen. Ich meine, Magic Arena, Magic Online oder auch diese Drittparty-Programme wie X-Mage oder Cockatrice oder ähnliche Sachen, das sind alles schöne Programme, sie haben alle ihre Vorteile, kann sich einfach hinsetzen, man muss keine Karten sortieren. Alles wunderschön, alles wundertoll für die Leute, die es mögen. Ich glaube allerdings, dass Magic Arena und Magic Online, sobald wir wieder spielen dürfen, ganz hart in die Knie gezwungen werden. Vielleicht bin ich da alleine und vielleicht bin ich da auch der alte Mann, der sagt, früher war alles besser und ich habe lieber was in der Hand als auf dem Monitor. Oh mein Gott, das klingt falsch. Aber grundsätzlich steht für mich bei Magic the Gathering das Gathering im Vordergrund. Und es ist ja nicht Magic Arena, sondern es ist Magic the Gathering Arena. Und das Gathering hast du halt am PC gar nicht mehr. Und deswegen kommt jetzt so ein kleiner Ramble gegenüber den Programmen. Nehmt mir das nicht übel. Wie gesagt, es gibt aktuell nicht viele Möglichkeiten zu spielen. Und ich bin froh, dass wir Arena haben. Ich bin froh, dass wir Magic Online haben oder auch einfach freie Programme, sage ich einfach mal, auf denen Leute spielen können, mit denen Leuten Spaß haben können. Ich bin da froh drüber. Sie sind nur nichts für mich. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was aktuell dadurch passiert, dass Menschen nicht mehr lernen, miteinander zu kommunizieren. Leute lernen nicht mehr, außer sie sind Streamer, aber das ist sowieso mal rausgenommen, miteinander zu reden. Wir hatten jetzt schon mehrfach Gespräche, wo Leute gesagt haben, ja, hier, ich habe jetzt gemerkt, das letzte Mal, ich habe nochmal Paper gespielt und ich habe nicht mit meinem Gegner geredet. Ich habe einfach mein Land gelegt, habe gefetcht, habe mir ein Land rausgesucht und habe darauf gewartet, dass mein Gegner interagiert und mein Gegner fragt dann irgendwann so, darf ich auch was machen? Und ja, klar, die ganze Zeit schon. Und man hat einfach nicht mehr miteinander geredet, weil man es verlernt hat. Und das hat mir einen kleinen Warnschuss gegeben und praktisch auch den Schuss zu diesem Video hier. Weil Magic Arena macht zwar vieles gut, aber auch vieles schlecht. Viele Trigger werden selber gemacht. Viele Sachen werden einfach durchgeskriptet, wo man gar nicht mehr weiß, wie die ablaufen oder warum die so ablaufen, aber Arena macht das schon. Magic Online genau dasselbe Prinzip und wenn ich für Magic Arena spreche, werde ich im Laufe des Videos einfach für alle Programme sprechen, nicht nur für Magic Arena. Ich habe keine Lust, die immer wieder nacheinander zu nennen. Und auch hier nochmal, ich bin kein Gegner von Arena. Ich finde es nur nicht so gut. Ich habe Webcam Magic lieber, ich habe Paper Magic lieber, aber das kann sich auch nicht jeder hinsetzen und sagen, hier, ich baue mein Studio um oder ich baue mein Studio auf oder ich baue meinen Arbeitsplatz um. Manche Leute haben noch nicht mal eine Webcam in dieser Zeit und immer noch nicht. Und warum? Es ist einfach, dann ist so ein Programm zu starten viel, viel einfacher. Wir reden jetzt mal, wie gesagt, nicht von Streamern und Ähnlichem. Da ist es natürlich absolut kein Problem, Magic Arena zu benutzen. Das ist auch viel, viel einfacher. Man darf dabei auch nicht vergessen, wir sind Kartenspieler und keine PC-Spieler. Also ich zumindest nicht. Es gibt natürlich auch PC-Spieler, die Kartenspiele am PC spielen, statt in Kartenform. Gar keine Frage. Wollen sie machen, was immer sie möchten. Meins ist es absolut nicht. Ich möchte Karten spielen. Ich möchte einfach Karten in der Hand haben. Ich möchte richtige Papierkarten in der Hand haben. Und damit genug Rambling gegenüber diesen Internetprogrammen, kommen wir zu meiner Einschätzung, warum Leute sich weiter mit Magic-Karten, mit Papierkarten auseinandersetzen wollen. Bleiben wir mal nicht bei der Haptik. Also natürlich öffne ich viel lieber, keine Ahnung, sowas hier, als irgendwie einen Booster online. Damit sind wir beim ersten Punkt. Booster öffnen ist für viele von uns was saucooles, wo wir uns drüber freuen. Das ist tausende kleine Geschenke oder 36 bzw. 30 kleine Geschenke aufmachen. Manche sind von den Großeltern Pulli, andere sind genau die Eisenbahn, die wir immer haben wollten, nur in viel kleinerem Rahmen. Booster aufzumachen ist was Schönes. Booster aufzumachen hat uns als Kind schon mit irgendwelchen Stickerpackungen erfreut und erfreut uns im Erwachsenenalter immer noch mit Magic-Karten und anderen Sachen. Natürlich ist es so, dass wir aktuell wenig draften können. Also richtige Drafts. Aber deswegen sage ich auch aktuell, sind Set-Booster absolut superior und sind absolut the way to go. Aber wenn man wirklich noch draften möchte, dann kann man das in Paper machen, sobald man sich halt wieder treffen kann. Dann kann man immer noch Draft-Booster sich holen. Das ist nicht ausgestorben. Und Leute werden sich drauf stürzen. Die werden sagen, ey, wir dürfen wieder mit 8 Leuten uns treffen. Genau mit 8. Oh, das passt. Einer von uns kauft ein Display. Wir spielen den ganzen Abend Magic durch. Mit den Sets, die wir verpasst haben. Weil aktuell kaufen weniger Leute Karten, weil wir können sie halt aktuell nicht wirklich spielen. Außer halt bei Webgame, aber da komme ich dann gleich zu. Und dieses, wir kaufen uns jetzt Karten, wir spielen zusammen, wir draften zusammen, ist genau der Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar Freunde treffen. Magic
hat für mich ganz viel mit meinen Freunden zu tun. Ich habe tatsächlich sehr wenige Freunde, die Magic nicht spielen oder nicht wissen, was es ist. Ich habe ein paar Freunde, die gesagt haben irgendwann so, ah, nee, ich höre auf mit Magic, ich habe keine Lust mehr darauf, gar kein Problem. Aber so gelernt haben es, glaube ich, alle. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir lag oder am Spiel, aber gelernt haben das wirklich, wirklich alle. Und wie haben sie es gelernt? Ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, hier, lad dir mal Magic Arena runter und dann mach mal Discord an und ich guide dich durch deine ersten paar Spiele. Nein, ich habe mich hingesetzt, habe gesagt, hier sind meine Karten, da sind deine Karten. Und jetzt mischen wir und spielen und ich zeige dir, wie das funktioniert. Und das habe ich mit so vielen Leuten gemacht. Ich habe so vielen Leuten Magic beigebracht. Alles per Paper, alles nur mit Hinsetzen. Oh, guck mal hier, du kennst doch bestimmt andere Kartenspiele. Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, irgendwas wird ihr schon kennen. Ja, okay, das hier ist meine Version davon. Das ist die allererste. Guck mal hier, man kann das und das machen. Karten sind so aufgebaut. Komm, wir spielen mal eine Runde. Easy peasy, Leute waren gehuckt. Wenn ich hingehe und sage, ey, mach mal Magic Arena, dann hast du hier noch Flacker-Effekte und hier noch Flicker-Effekte und du hast eine super schlechte Ökonomie und zahl mal da ein bisschen Geld für, weil ich kann dir kein Geld geben. Also im Sinne von, ich kann dir zwar Geld geben, aber halt keine Karten. Einem Anfänger kann ich hingehen und sagen, ey, ich habe so viel Crap-Karten, die ich nicht spiele, weil ich bin persönlich jetzt ein Spike. Aber auch die Casual-Leute, die sagen, oh, guck mal hier, ich spiele sie nicht mehr. Nimm sie einfach, gönn dir. Hier hast du ein Deck, kann ich dir zusammenbauen und dir geben, gar kein Problem. Wir können das auch zusammen mit meinem Pool verweitern. Das kannst du nur mit Papierkarten. Und Papierkarten sind da halt sehr viel besser. Und auch dieses Freundetreffen ist wirklich ein Aspekt. Also nicht nur auf kleiner Ebene, local, irgendwie im FNM oder so, oder halt im eigenen vier Wände oder am Küchentisch oder ähnliches. Nein, auch auf Turnieren trifft man eine Menge coole Leute und auch Freunde. Und das tut man im FNM, das tut man im Casual-Spielen, das tut man auf Turnieren, das tut man überall. Magic ist voll mit Menschen. Die Interaktion, die ich mit Menschen habe, beschränkt sich auf Magic Arena auf Nice Game. Wow, sorry. Your turn. Das ist keine Interaktion. Interaktion mit Menschen zu haben, ist eine ganz andere Ebene. Und das ist gerade etwas, was wir, glaube ich, alle vermissen, was Arena nicht ersetzen kann. Wir wollen mit Menschen reden, wir wollen mit den Menschen darüber reden. So, ey, guck mal hier, was hast du jetzt neulich aufgemacht? Oh, geil, guck mal hier, wir cracken gleich noch einen Booster nach der Runde oder ähnliches. Oder, hey, weißt du noch gerade eben im Spiel, als das und das passiert ist. Oder auch einfach nur, oh mein Gott, diese Karte ist wunderhübsch, lass sie mich anschauen. Auf Arena ist es halt irgendein Skin. Wenn ich einen Guru-Land beim Gegner sehe, dann glänzen bei mir die Augen und ich hänge da und denke mir, geil. Und ja, nee, das Arena-Skin triggert das überhaupt nicht bei mir. Genauso, wenn jetzt jemand nicht nur Freunden Magic beibringt, sondern auch Familie. Ich würde, wenn ich jemals Kinder haben sollte, Gott bewahre die armen Kinder, ich würde denen nicht Magic zeigen, indem ich sage, hier hast du ein Tablet, spiel mal Magic Arena. Das würde ich niemals machen. Ich will mit meinem Kind ja interagieren. Dann kann ich es auch vor den Fernseher schicken. Wenn ich einem Kind Magic beibringen möchte, dann tue ich das mit Papierkarten, dann hat es Haptik in der Hand, es mischt die Karten, es hat eine Feinmotorik, die sie damit lernt. Kombinationen lernen, Karten, Effekte lernen und nicht einfach nur Klicki-Bunti irgendwas haben. Und dieser Lernmechanismus, den kann nichts ersetzen. Deswegen wird Paper dabei immer superior bleiben. Und das sind alles jetzt kleine Aspekte, die ich auftrage, die jetzt bisher nur mit Gathering und Learning zusammenhängen. Was auch dabei kommt, und das finde ich, ist immer wieder faszinierend. Das ist ein Punkt, den ganz viele Leute vergessen. Jeder von uns hört irgendwann auf, Magic zu spielen. Ja, auch ich habe, ich glaube, ein halbes Jahr lang kein Magic gespielt. Ja, jeder hat irgendwann mal gesagt, ah, oh, nee, komm, ich lasse das. Alles in den Schuhkarton, ab in den Schrank. Und irgendwann kommt dann jemand und sagt, ey, ich habe in meinem Schrank diesen Schuhkarton gefunden, da sind Karten drin. Und dann hängst du da und denkst dir, Magic-Karten. Die habe ich auch noch. Und so fängt man dann an, wieder aus seinem Schrank Karten rauszuholen, mit denen zu spielen. Niemand geht hin und sagt, ey, yo, ich habe dieses alte Programm bei mir am Rechner, nennt sich Magic Arena. Könnt nochmal Magic spielen, ich starte das mal. Oh, warte, Download von 50 GB. Das, niemand, nein. Runter, wird installiert, wird nie wieder angefasst. Ich kenne das selber mit Hearthstone. Ihr wisst, gerade in den Blackie Talks bringe ich selten andere Kartenspiele rein, aber hierbei wird das jetzt ein bisschen passieren. Ich habe lange, lange Hearthstone gespielt. Ich habe seit der Beta Hearthstone gespielt, bis zu dem Punkt, wo sie das Gold verändert haben. Und irgendwann kam es auch nur noch dieses, ich bin online gegangen, habe meine Daily gemacht mit irgendwelchen Quatschen und bin dann wieder ausgeloggt. Ich hatte keinen Spaß mehr im Spiel, ich habe es nur noch gemacht, weil es Routine war. Und dann kam es irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, nee, auch nicht mehr. Und dann kamen die News und wegen, es verändert sich was. Und ich dachte mir, ach stimmt, das hast du noch am Rechner. Mal runterschmeißen. Und seitdem habe ich es nie wieder angepackt. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich
Mich interessiert es auch nicht, weil es für mich nicht mehr relevant ist. Und das ist halt das Interessante, was du bei Papierkarten hast, was nichts ersetzen kann. Weil es sei denn, das Haus fackelt ab oder es überschwemmt oder sonst was, das vergeht nicht. Man hat die immer im Schrank liegen. Und dann sind da ja auch natürlich noch Webcam-Events. Webcam Magic hat einen riesen Boost bekommen. Und auch nicht nur Magic, auch Webcam Yu-Gi-Oh!, Remote Duel in Yu-Gi-Oh! Oder auch in anderen Spielen hat einen riesen Boost bekommen. Und das nicht, weil die Leute sagen, es gibt keine gute Software dafür, weil es gibt ja Magic Online. Nein, weil Leute sich hinsetzen wollen und mit ihren eigenen Karten Magic spielen wollen. Weil sie halt wirklich einfach diese Karten spielen wollen. Wir haben Spelltable bei Magic, was für Commander-Spieler ein riesen Ding war. Und ist ohne Spelltable, wäre Commander ein Graus. Gerade per Discord oder ähnliches. Grausam. So, richtig schön, richtig cool. Und ich bin auch Wizards dafür dankbar, dass sie diese Seite dann auch gepurchased haben, damit es auch weiterläuft und auch weiterentwickelt wird und so weiter und so fort. Und ich finde das cool, weil man kann einfach mit seinen richtigen Magic-Karten spielen. Wenn das jetzt noch weiterentwickelt wird, dass man auch 1-gegen-1 damit spielen kann, das wäre mein Traum. Aber auch das bestärkt mich in meiner Meinung, dass Leute Papierkarten spielen wollen. Magic ist Papier. Ich sage es immer wieder und ich werde mich in diesem Blackie Talk, glaube ich, sehr oft wiederholen. Jetzt habe ich jetzt erstmal nur von den Spielern geredet, von Anfängern, von Veteranen, von Leuten, die aktiv spielen auf Turnieren und ähnliches. Ich habe noch nicht mit Sammlern angefangen. Leute, die sagen, oh, ich würde ganz gerne mir so einen Ordner rausholen und komplett Ikoria durchscrollen und sagen, oh, ist das wunderschön. Oh mein Gott, hier diese Karten. Oh mein Gott, Companions, wisst ihr noch, wie Broken Companions waren? Ha, guck mal, hier Godzilla-Karten, die waren in dem Set, stimmt ja. Oder für die Leute, die etwas älter sind, die holen sich dann den The Dark-Ordner und gucken dann so, oh, guck mal hier, ein Blood Moon, wunderschön, damals die einzig teure Karte. Mittlerweile ist sie auch anderes teuer. Guck mal hier, mein Märtyrer. Guck mal hier, mein Goblin. Super, super cool, die dann einfach schön da durchordnen, einfach Spaß daran haben, sich die Karten anzugucken. Am PC sich durchzuklicken, in der Magic Arena Sammlung, dann kann ich auch Scryfall laufen lassen. Das hat nichts damit zu tun. Magic ist ein Paper-Produkt und es wird immer Paper bleiben. Und es sollte meiner Meinung nach auch darauf ausgelegt sein, Leute immer wieder zum Paper zu bringen. Weil dann kommen wir noch zu dem nächsten Punkt. Magic ist eine Industrie, eine große Industrie, wo ich weiß nicht wie viele, aber wahrscheinlich Milliarden Euro drin sind. Leute, die Investoren, Local Game Stores, Distributoren und so weiter und so fort. Leute, die davon leben. Und die leben nicht von Arena, von irgendeiner Software, die online läuft, sondern die leben von einem materiellen Wert, von einem Sammlerwert, von einem Spielwert, von allem drum und dran, von Papier. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie weit dieses Spiel gekommen ist, ohne dass es wirklich viel Online-Präsenz hat. Natürlich, Zeiten verändern sich und eine Firma muss mit der Zeit gehen. Ich würde jetzt niemals sagen, ja, nee, es muss noch alles sein wie damals, wir brauchen wieder 1997 oder so. Nein, das ist Quatsch. Ein Spiel entwickelt sich weiter und auch die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Und wir sind eine Gesellschaft, die nicht zuletzt in den 2 Jahren sehr stark digitalisiert wurde. Und das ist auch okay. Und ich wiederhole es an der Stelle nochmal, weil bestimmt trotzdem welche in die Kommentare unterschreiben. Arena ist 1000-mal besser und so weiter und so fort. Hier geht es um meine Meinung. Hier geht es darum, was ich empfinde. Und für mich werden Papierkarten immer, immer superior sein. Ich habe Leute getroffen, die, mit denen ich mich ein bisschen unterhalten habe, die sehr viel Arena spielen, die dann irgendwann gesagt haben, ey, weißt du, Blackie, ich habe hier noch so ein cooles Starter und holten dann einfach, ich weiß gar nicht was, ich glaube, ein 4. Editions-Starter raus. Die Leute, die sehr viel Arena spielen und die eigentlich nur für Arena bekannt sind und auch tatsächlich teilweise streamen und was nicht alles. Und dann holen die so ein 4. Editions-Starter raus, so komplett versiegelt und sagen, das ist halt geil. Das gefällt mir, so Papierkarten, alte Papierkarten. Und dann kriegen die auch neue Sachen zugeschickt, die auch gerade die Streamer und so weiter von Wizards sicher leider nicht. Die kriegen dann neue Sachen und dann, oh geil, Papier mischen, geil. Es ist einfach eine ganz andere Haptik, es ist eine ganz andere Art und Weise, an das Spiel ranzugehen. Und dann sind wir wieder bei Sammlern, Spielern und Investoren. Also Investoren tue ich jetzt mal die ganze Industrie mit rein, nicht nur die Leute, die sich irgendwelche Sachen unter das Bett legen, weil sie denken, oh, 10.000 Euro gewinnen, oh, sondern halt auch wirklich einfach eine komplette Industrie da hinten dran. Und die leben alle von Paper, Magic, Turnieren, Küchentisch, Commander, Spaß am Spiel, Spaß an den Karten. Sammelbares an den Karten. Da muss ich halt sagen,
Wizards, please don't kill my paper. Und ich finde es ja auch großartig, was das Wizards das ja auch aktuell acknowledged. Wir haben letzte Woche, Freitag oder Donnerstag, hatten wir einen riesen Reveal jetzt für die neuen Sachen, die jetzt kommen werden. Und da waren Sachen bei, die habe ich hart gefeiert. Mystery Booster Convention Edition. Die hat man sonst nur auf irgendwelchen Grand Prix gekriegt. Ja, natürlich ist mir bewusst, dass Wizards einfach davon wahrscheinlich 20 Millionen Kisten unten im Keller liegen hatte, weil keine Grand Prix mehr 2020 passiert sind. Und sie jetzt einfach sagen so, ja, dann geben wir die einfach an die Local Game Stores. Und ich hänge da und denke mir, ja, geil. Es ist mir total egal, was dahinter steht. Ob sie Müll rauskehren oder sonst was. Aber sie geben was an den Local Game Store. Exklusiv. Was kein Schrott ist. Die Dinger sind witzig. Die Dinger machen Spaß. Ich habe die ganze Zeit dafür geschrien, dass diese Convention Edition irgendwie in den Store kommt. Weil die sind so viel geiler als normale Mystery Booster. Und das ist halt was, wo ich sage, weiter so, mehr so. Wir haben eine Return-Promo mit Fabled Passage. Ich weiß gar nicht, ich spoilere hier gerade, es tut mir leid. Bitte schlagt mich, wenn ihr es ja noch nicht wusstet. Aber in Old Bordered Foil als Return-Promo, wenn man im Laden was kauft, für, ich glaube, 50 Euro oder mehr. Hammer! Wizards acknowledged Local Game Stores. Und speaking of Local Game Stores, wir haben aktuell auf Twitter, ich mache auch so ein bisschen Facebook und hier das Video kommt jetzt auch zu YouTube dazu, haben wir eine Aktion am Laufen. Und zwar Hashtag MeinLGS. Das seht ihr auch hier, den Hashtag. Da könnt ihr mal drauf gehen, gerade wenn ihr Twitter nutzt, gerade für Twitter ist es super interessant, und könnt euch den Hashtag anschauen. Wir sind einige Leute, die einfach ihren eigenen Local Game Store zeigen, ein Bild von hochgeladen haben, einen Link zu einer Homepage, ein paar Worte zu sagen, was ist daran cool, warum mögen wir unseren Local Game Store und so weiter, dass wir den Local Game Store nicht vergessen. Wenn ihr auch einen Local Game Store habt, den ihr irgendwie unterstützen wollt oder ähnliches, könnt ihr das entweder auf Twitter mit uns teilen, ihr könnt das hier unten in die Kommentare schreiben, damit Leute sagen so, ey, mein Local Game Store ist das und das, macht das bitte, das ist eine richtig coole Aktion. Und ihr wisst ja, ich arbeite in einem Local Game Store, es hat aber nichts damit zu tun, dass ich hier drin arbeite, wir würden auch ohne Magic überleben, aber es ist einfach eine Aktion, nochmal darauf aufmerksam zu machen, ey Leute, es gibt Local Game Stores und es gibt mehr als nur Magic Arena, es gibt Papier-Magic. Und auch wenn wir sie aktuell wenig spielen können, ist es doch irgendwie wichtig, dass wir irgendwann einen Ort haben, an dem wir wieder spielen können, an dem wir wieder Freunde treffen können, an dem wir wieder hingehen können und uns freitagsabends die Hucke voll prügeln können. Und deshalb kann ich es nur wiederholen. Magic wird für mich immer Papier bleiben und Papier-Magic is not dead und es wird nicht sterben. Es wird immer Leute geben, die sagen, hey, wir treffen uns, wir zocken zusammen einen Abend, wir spielen einfach mal ein bisschen Magic nochmal. Und auch für die Leute, die jetzt sagen, ich habe sehr wenig mit Magic zu tun und ich mache aktuell nicht viel Magic, ich kann nicht, sucht euch jemanden in eurer Umgebung. Ja, wir haben aktuell Kontaktbeschränkungen. Ihr habt bestimmt einen besten Freund, mit dem ihr euch hin und wieder mal treffen könnt. Vielleicht spielt ihr auch Magic. Überlegt mal, ob ihr euch vielleicht nicht nochmal hinsetzt. Es muss ja nicht Turnierformat sein. 60 Karten Casual, Pre-Release at Home, einfach ein Sealed Deck, einfach mal zusammenzuspielen. Oder probiert wirklich irgendwie Webcam Magic aus, wo ihr mit euren eigenen Decks, euren eigenen Karten spielt. Es gibt so viele Discord-Server für Legacy, Old School, Modern. Selbst für Standard habe ich jetzt Discords gesehen, die Webcam Magic Standard machen. Wie cool. Es gibt die Möglichkeiten. Also vergesst sie nicht. Und vielleicht ist das ja gerade die beste Zeit, um wieder mit Magic anzufangen. Wer weiß. Gerade jetzt in der Zeit, wo ganz viel über Online-Digitalisierung läuft, wo man dauerhaft erreichbar ist über Discord und ähnliches, vielleicht ist jetzt die Zeit, einfach mal alles auszumachen, sich sein Deck zu schnappen, einen Freund zu schnappen und einfach einen Abend lang ohne alles 2, 3, 4 Runden Magic zu spielen, zum Entspannen oder Ähnlichem. Das ist wie immer meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt, wenn ihr sagt, oh nee, Paper Magic, ich habe alles verkauft, ist alles kacke, habe ich keinen Bock mehr drauf, Magic Arena ist so viel besser, schreibt mir das in die Kommentare. Sagt mir, was denkt ihr? Ist Paper Magic tot, beziehungsweise wird es nach diesem ganzen Lockdown-Gedöns so sein, dass wir fast keine Paper Magic-Spiele mehr haben? Oder seid ihr der Meinung wie ich, dass die Local Game Stores und die Turniere und alle einfach überrannt werden, weil alle Leute noch raus wollen? Sie wollen Interaktionen mit anderen Menschen, sie wollen ihre Freunde wiedersehen, sie wollen wieder richtig Karten mischen, neue Sleeves kaufen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal neue Sleeves gekauft habe. Ich brauche neue Sleeves. Ansonsten freue ich mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.